Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream No Distance HD. Die Musiknoten haben wir gefunden mit Sora und jetzt sind wir in der Lage, den gefährlichen Traumfänger herauszufordern und Miki dann wahrscheinlich auch vom Fluch zu befreien. Und der Dino ist ein bisschen zu groß. Ja, los geht's. Final Boss dieser Welt. Bin ich mal gespannt. Der von Riku war ja richtig geil. Okay, dann wollen wir mal. Benutze Quadrat, um den Höllikan einzuholen. Okay. Achso, noch ein bisschen speeden. Was auch gedrückt halten? Ne, muss man immer mashen. Dann mashen wir jetzt. Okay, Meteor. Wie soll man da ausweichen? Das sieht aber sehr unfair aus. Und jetzt? Jetzt hab ich ihn erwischt. Und nun? Was nun? Kämpfe wie ein Mann. Ja, jetzt kämpfen wir richtig. So muss das sein. Flammenattacke. Probieren wir das mal. Yeah. Wo ist der denn? Da. Naja, ich weiß nicht. Ist das jetzt so effizient? Es geht. Es geht, ne? Gibt bessere Sachen. Den haben wir doch auch schon mal hier Dings getroffen, ne? Das ist der aus Traverse Town. So sieht man sich wieder, der damals diesen Bossmarathon beschworen hat. Oh shit, was eine Kampfarena hier. Hallo? Wie komme ich da jetzt am besten schnell hin? Oh je. Oh je, ich könnte kotzen. So, bei sowas könnte ich kotzen. Aber wir haben es geschafft. Nein, haben wir nicht. Nö, ich weiß nicht, wie man da hinkommt jetzt. Muss mir das überlegen, weil so kann ich den nicht mehr treffen. Vielleicht perforieren von hier aus aktivieren, um ihn zu treffen. Probieren wir es. Ja, das geht. Ich war die ganze Zeit am Brennen und dann konnte ich nicht springen, weil ich dann in Luft Schaden genommen habe. Nach runtergepurzelt bin, Leute. Das war das Problem dabei. Konnte man angreifen. Das klingt nach dem Plan. Oh, der hat das auch, Belunra. Was? Ich aber auch, mein Freund. Prismamühle. Bam. Perforieren. So. Schaden haben wir schon mal gemacht. Was sind jetzt die Dreierblitzen eigentlich? Ist gut. Ist echt nicht schlecht. Das kann ich sehen lassen. Oh, was macht der denn jetzt? Hey, ich muss schon sagen, der hat gemeine Moves drauf. Nicht ohne, der Boss. Ist jetzt auch ganz cool. Aber schon schlimmere Sachen erlebt. Ey, der Besen. Was macht der denn hier? Oh, wohl besser besiegen. Oh, er zaubert er wieder. Ich mag das nicht, wenn er zaubert. Ja, genau deswegen mag ich das nicht. Sora, heil dich bitte. Danke. Können wir bitte mal Luna casten, damit der mal unterbrochen wird? Ganz ehrlich, ey. Boah, ist das schwer. Der Boss ist aber wirklich sehr schwer. Like, what the fuck, man. Schau mal ab. Oh, ich nehme den Link. Flammenattack, komm. Link. Link, 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 Link. Zu Ende ist sofort heilen. Ja. Gut, jetzt Glückswürfel. Oh, war das knapp, ey. Ich glaube, ich irgendwie underleveled oder so. Kann nicht anders sein.
was jetzt passiert. Who knows? Hab ich überhaupt was? So, komm her hier. Kämpfe. Kämpfe wie ein wahrer Mann. Ich glaube, den kann man nur mit Zaubern besiegen. Wenn ich in Nahkampf gehe, kriege ich nur aufs Maul. Dann machen wir es doch so. Take this! Was kommt jetzt? Nochmal die Chance. Müssen wir jetzt immer einholen hier drauf? Ja, tatsächlich. Alright. Oh nee, nicht diese Dinger. Da kann man nicht ausweichen, ganz ehrlich. Man kann da nicht ausweichen. Ist halt so. Habe ich jetzt zur Kenntnis genommen. Ah doch. Aber auch wegspringen. Dass das geht. Interessant. Ich dachte, springen sollte man nur bei Meteoriter. Ja, wow. Ich dachte, ich hab ihn jetzt. Ich hab die jetzt eingeholt. Ja, scheiß drauf. Überhaupt nicht. Schön wär's. Heilen, ganz schnell heilen. Boah, der ist aber schwer. Boss. Das ist der härteste Boss bisher. Bei Weitem. Was den Schaden von mir angeht. Absolut ridiculous. Nimm das! Und? Balloon? Ja! War's das? Und jetzt? So eine gute alte Heilung. Wirklich vonnöten gerade. Ja, jetzt perforieren und wir haben ihn. Uff! Der war widerlich! Wir sagen, was ihr wollt. Dieser Boss war scheiße schwer. Sora. Don't know what I would have done without you. Oh, no! Huh? The water! Oh, I'm in big trouble if I don't fetch it. See you real soon, Sora. Yeah, you know it. Allerletzte Schlüssel noch. Jetzt muss wieder was passieren. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, ne? Bevor ich in die finale Welt gehe, holen wir lieber die 100% erstmal. Alle Truhen. Master Yen Sid? Gosh, do you think he'll be able to do it? Hmm. It's clear you cannot teach a cat to bark. But Merlin and the three good fairies are aiding him in a place that's more temporally flexible. My hope is that he can at least learn to wield it. He certainly has fire. So I suppose it depends now on how strongly it burns. Oh. But what about Sora and Riku? Well, if we are running on the assumption Xehanort knew what we were planning, then he still would need to have been there. Back in the very place and time when the Destiny Islands were lost to darkness. Otherwise, Sora and Riku would have been beyond his reach. Gee, do you really think it's possible Xehanort could have planned things that far in advance? No, as a matter of fact, I do not. But what if he did the same thing as Sora and Riku did, and he jumped through time?
For that to work, a version of himself would have had to exist at both source and destination. Not even Xehanort can transport his whole body across vast reaches of time. Oh no. I remember, Xehanort did give up his body. It was a version of him that was possessing Riku. No, it cannot be. Could he be that cunning? Possess that kind of foresight? If it's all right with you, can I go help Sora and Riku out? How? You cannot enter the world of a dream. Where will you go? If Xehanort really is behind all this, then they won't stay in the dream worlds forever. Eventually, they're gonna reappear somewhere that we can go reach them. And we can even probably guess the place. Follow the hearts, and you'll find the way. That's something Master Aqua told me once. We're going too! Aw, fellas, you're my best pals. But this time, I really do need to go it alone. The dangers are greater than anything we've ever faced before. If something were to happen to Sora and Riku and me, why, you'll be the only ones left to keep this world safe. Mickey, I was not able to locate Sora. But I sense Riku's presence in the realm between. Trust your heart, and I know you will find him. Thank you. I promise I'll bring them both back safe and sound. Na, guck an. Tja, eine Welt, die auch Mickey erreichen kann. Es ist etwa die Welt, die niemals war. Da kann Mickey einfach so hin. Echt jetzt? Wie komme ich denn da hin? Einfach so? Ja, da könnte ich jetzt tatsächlich einfach so hin. Wow. Nein. Wie versprochen, wir werden jetzt die Kisten holen. Ganze Sachen komplettieren. 100%. Somit machen wir vom Finale auch noch mal ein paar Level. Ich denke, das ist ziemlich sinnvoll. Fangen wir hier wieder an. In fucking Traverse Town. Gut, kann man das irgendwo nachlesen, wo jetzt die Truhen fehlen? Ja, hier bei Schätze. Statt Traverse, da fehlen 10 Kisten. Das ist ordentlich. Ich werde mal schauen, wo die sind. Ich werde euch das irgendwie zusammenschneiden. Bis gleich. Okay, Leute, die erste Truhe. Die ist komischerweise auf diesem Dach drauf. Und es ist nicht so einfach, da hochzukommen. Muss ich das so hängen machen? Also, ich komme einfach mit dieser blöden, dreckigen Mechanik nicht klar. Aber ich glaube, es geht auch so. Ja. Easy. Das ist Truhe Nummer 1, actually. Gucken wir mal gleich, wo die nächste ist. By the way. Sollte auch mal das neue Schlüsselschwert schon mal ausrüsten, oder? Ui, der ist um einiges besser. Was ich auch aktiviert habe, ist, das haben wir noch am Ende des letzten Parts bekommen. Das hätte ich auch für den Boss benutzen können. Doppelgrätsche. Ansonsten hat sich nichts verändert. Gut, Leute, bis gleich. Im zweiten Distrikt hier, da ist hier eine Schatztruhe. Kann man sich halt mit diesen komischen Walljumps hochglitschen, sag ich zwar. Gibt es bestimmt auch andere Wege. Guck, da hinten ist noch eine weitere Truhe. Die suche ich ja jetzt erst. Ja, ich gucke mir so ein Videoguide an. Ist halt chilliger. Da finde ich definitiv alles. Gut, dass es sowas gibt, ey. Ja, ich denke, das ist ganz sinnvoll. Vom Finale noch ein paar Level zu machen, plus dass wir uns die Truhen aneignen, die wahrscheinlich teilweise sogar nützlich sein könnten. Who knows? Ich denke, es lohnt sich. Okay. Ja, mal gucken, wo die nächsten sind.
Ja, hier, bei Treppe oder Leiter. Wie auch immer, da war auch ebenfalls noch eine Truhe. Gut, das waren jetzt aber alle in diesem Distrikt. So, jetzt sind wir in Traverse Oz und da müssen wir einfach so einen komischen Jump hier machen. Einmal abdotzen lassen. Dann passt das. Und hier wäre noch eine andere Truhe gewesen, aber die haben wir ja schon. Jo. Das doof ist, gleich werde ich wieder rausgeworfen, ne? Das ist blöd. Ey, dass du dann selber, selbst hier tatsächlich immer rausgeworfen wird. Beim einfach erkunden. Ich weiß nicht, was da vorhin soll. Naja, was soll's. Ja, wir sehen uns gleich wieder bei einer anderen Truhe. Die Gegner jetzt noch ganz schnell kaputt. Ja. Bis gleich. So, der Fontänenplatz, Leute. Hier haben wir schon sehr viele Kisten bekommen. Da war zum Beispiel was. Aber hier gibt's, glaube ich, irgendwo... Genau. Zum Vorsprung und da waren wir noch nicht. Da fehlte uns einfach der Schwarzfreund damals. Ich glaube auch, dass wir da hinten was noch nicht haben. Also hier wäre noch eine Truhe, glaube ich, gewesen. Irgendwo. Auf der anderen Seite. Aber auch. Ja, genau, die dicke da oben. Ne, wisst ihr Bescheid? Einfach hingleiten. Oder auch nicht. Wisst ihr was? Da hättest du auch die ganze Zeit so machen können, aber mir war es nicht bewusst, dass es so easy geht. Das ist jetzt erst gecheckt. Um alle Truhen zu kriegen, musst du das halt benutzen. Sonst guckst du blöd aus der Wäsche. So ein komischer Walljump. Was ich betiteln möchte. Da war noch die andere Truhe, genau. Ja, ich glaube, das war hier alles. Von dem Platz mehr hält er nicht für uns parat. Alles klar. Ich weiß nicht wie, aber damals habe ich hier tatsächlich eine Truhe übersehen. Das ist jetzt Traverse West. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Rigo das geholt habe, oder? Ich bin mir sehr spanisch vor. Oh, und ich sehe die Zeitleiste. Ich hab keine Lust. Zieh es gleich vorbei. Warum tut ihr mir das an? Hm? Warum? Na guck. Aber ich glaube, hier ist noch irgendwo eine Truhe, die ich übersehen habe. Könnte hier denn sein? Ich bin ziemlich sicher, dass hier noch was fehlt. Ich such die mal. Und zwar war die hier. So einfach ist es. Jetzt fehlt nur eine und ich werde, glaube ich, rausgeschmissen. Ich meine, es fehlt nur eine einzige Truhe. Oder zwei. Eine. Und zwar diese hier. Ja. Ich werde leider rausgeschmissen, aber waren relativ erfolgreich. Will mich nicht beklagen. Sora hat, by the way, mehr Truhen als Rico zu finden, was irgendwie interessant ist. Wow, da fehlt so viel. Da fehlt so gottverdammt viel, aber lustigerweise haben wir Monstro alles gefunden. 20 Truhen in der Tronnenwelt noch. 10 Truhen bei Land der Musketiere. Aber hier, komischerweise, fehlen nur 2. Interesting. Bei Sora? Och, 4 Truhen. Hat der irgendwas vollständig? Ich glaube, der hat gar nichts vollständig. Ne, bei dem sieht's ganz düster aus. Jo, auch 20 Tron-Truhen. Tronnenwelt ist echt gigantisch. Da fehlt ja sowas von viel. Ja, bei Sora sieht's wirklich düster aus. Wisst ihr was? Wir machen die Simsalabim-Sinfonie noch in diesem Part mit Riku. Klingt nach Plan, oder? Ja. Ich werde gleich mit Riku nochmal in die letzte Welt gehen. Und dann da diese 2 Truhen holen. Das schaffen wir noch. Aber die wenigstens schon mal mit Riku vervollständigt. Die Idee, Klosch wäre vielleicht auch eine gute Idee, ne? So, das danach angehen. Da fehlt auch nicht mehr so viel. Gut.
Hybridenhelfer. Stufe 2 immerhin. Ist das der Flussturbo besteigt? Okay. Der Sturzdämpfer ist ja jetzt schon ziemlich geil. Dann können wir uns in Ruhe umsehen. Wirklich. Das nehme ich jetzt mal. Geht die Zeitleiste nicht ganz so schnell weg. Nein, da oben muss ich hin. Ja, ich werde jetzt diese zwei Truhen suchen, ne? Wir sehen uns gleich. Wenn ich irgendetwas gefunden habe. Bis gleich. Ganz einfach eine Kiste bei Riku, Leute. Hier waren wir nämlich nicht. Es fehlen zwei Truhen und die sind genau hier. In einem Bereich, wo wir gar nicht waren. Hätte ich den erkundet, hätten wir hier tatsächlich direkt alles gehabt. Aber macht ja nichts. Bei Sora ist es alles ein bisschen problematischer. Riku war irgendwie erfolgreicher mit der Ausbeute. Aber naja, was soll's. Passt schon. Stirb, du dummer Frosch. Auf ein immer Wiedersehen. Blümchen kriegt ein Level ab. Ja, moin. So, wir haben ja einmal bewegende Schneeflocken gesehen, ne? Aber ich mich eigentlich nicht gefragt, wo die sind. Hier sind die nämlich. Wenn wir diesen Jump-Run-Parcours, sag ich jetzt mal, abgeschlossen haben, dann, liebe Freunde, kommen wir zu der letzten Truhe dieser Welt. So sieht's aus. Geduld ist hier wichtig. We did it. Oh, bin noch mal ein bisschen bewacht. Oh, kein Problem. Elektrofurz. Bam, bam, bam. Ich hoffe, das sind auch die letzten Gegner hier. Level up für Riku. Magiewert erhöht. Eisbombardement. Was? Das klingt cool. Das klingt richtig nice. Das muss ich ausprobieren. Eisbombardement. Belegt zwei Slots. Ja gut, dann fällt mir das, glaube ich, nicht so schwer, ne? Läuft. Aber jetzt will ich hier alles. Ja, kann ich hier raus. Wie? Ja. 21 vor 21. Ja, geil. Aus Cité de Cloche fehlt... Ja, fehlen auch nur 5 Truhen. Traverse Town und der Rest, ey, vor allen Dingen der Raster. Eieiei, ey, die Tronnenwelt, das wird ein Spaß. Fehlt ja alles. Ja. Aber ich denke, das machen wir dann im nächsten Part. Dass wir dann wirklich mit Riku nochmal das Ganze abgrasen. Vielleicht machen wir sogar dann Tronnen, ganz ehrlich. Dass wir das hinter uns bringen. Ja, ich glaube, ich mache sogar dann Tronnen. Da kenne ich nichts. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haut rein. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gern favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich will noch das Eisbomber-Nummer ausprobieren. Okay, wechseln lässt grüßen. Nice. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.